Rickel-TV. Rickel-TV. Rickel-TV im Sommer. Maike, was machen wir denn heute? Wir suchen heute das Sommerloch. Oh, meinst du, wir finden das hier bei Monis Kunterbunt? Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir mal reingehen und mal fragen. Also wir sind auf der Suche nach dem Sommerloch. Die Zeitungen und auch die Politik zeigen uns ja, dass Sommerlöcher durchaus vorhanden sind. Alles Mögliche ist als Sommerloch gekommen. Und wir suchen jetzt einfach mal das Ricklinger Sommerloch des Jahres 2013, oder? Ja. Gucken wir mal, was wir da finden. Gehen wir mal rein. Ja. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Moni, ja, wir suchen ja das Sommerloch. Hast du ein Sommerloch für uns? Oh, hier Holz. Nö. Wie? Nö, weil ich keins habe. Kein Sommerloch? Nö. Nichts irgendwie, wo du sagen würdest, boah, das ist aber ein Sommerloch. Politisch vielleicht, aber ansonsten, weil es Ferien sind, aber ansonsten, nö. Kein Sommerloch? Nö. Also hier werden wir wahrscheinlich fündig, was das Sommerloch angeht. Und was sagen denn so deine Kunden? Zu was? Haben die auch ein Sommerloch gefunden? Die sind diskutieren die nicht manchmal über irgendwas, was hier sind? Nö, die sind im Urlaub oder kommen gerade wieder, freuen sich, dass schönes Wetter ist, dass sie eigentlich uns als Freibad nutzen können. Oder auch für die Kinder. Manchmal ist es zu warm. Ja, ist ja so. Wie immer, zu heiß. Zu warm. Ja, das Wetter ist ja immer ein Thema. Ja. Also Wetter ist ja grundsätzlich immer ein Thema bei mir. Aber ansonsten. Wir haben ja auch immer Wetter, das ist ja ein Vorteil. Wir haben immer Wetter. Aber sie freuen sich, dass es schön ist, dass es endlich Sonne ist. Regen könnten wir brauchen, ja. Aber ansonsten. Die einen sind im Urlaub, die anderen kommen gerade wieder. Wir haben ja in der Zeitung, weil das ein Sommer noch. Wir müssen gerade Schnitt machen. Wir gehen runter. Ich hatte schon mal was gesagt. Das nimmst du natürlich raus, ne? Ist klar, oder? Ein Thema war in der Zeitung ja der Hindenburgstein. Den wollen wir uns auch gleich nochmal angucken. Kennst du den? Nee. Nee? Ich wusste gar nicht, dass das. Dass da einen Stein vielleicht gibt, aber ein Hindenburg war mir völlig neu. Ein Hindenburg-Gedenkstein. Ja, war mir völlig neu. Ich habe es aus der Zeitung auch erst gelesen, ja, ich dass es da nicht. Diskussionen drüber gibt. Also, wir werden uns den gleich mal an. Wir gucken mal, ob wir den finden. Weißt du, ja, wo er ist? Keine Ahnung. Der muss irgendwo hier am Ehrenmal sein, denke ich mal. Meint ihr? Ja. Also wir werden den mal suchen gehen. Also ich, keine Ahnung. Weil was sagst du zum Hindenburgstein? Weg oder da lassen? Also. Oder hinten weg und nur Burgstein lassen. Man sollte mal als Deutscher auch mal zu seiner Verantwortung stehen, die wir hatten. Und man sollte mit zu seiner Geschichte stehen, wie die Amis das auch tun oder wie andere das auch tun. Die Amis haben ja keine Geschichte. Ja, das ist eine andere Geschichte. Wir eigentlich auch nicht, aber egal. Ich finde, es gehört zu unserer Geschichte dazu, zu unserer Vergangenheit dazu. Er hat einmal eine falsche Unterschrift gemacht, das ist halt so, aber er hat ja nicht nur dieses eine Mal das gemacht, er hat ja schon mehr gemacht. So, und dann muss man da auch mal dazu stehen. Also ich meine, man kann ja vieles auf. Er war kein Nazi, also Hindenburg war kein Nazi. So, also bitteschön, er gehört dazu, er gehört zu unserer Vergangenheit. Dann kannst du auch jemand anderen wegschreiben, der irgendwann mal hier. Kannst auch von Merkel streichen, die jetzt gerade die Aussperraffäre da irgendwie. Aber die ist ja Bundeskanzlerin noch, ja, die können wir ja nicht einfach streichen. Ja, gut. Er war Preispräsident, also von daher irgendwo muss es dann ja mal. Also wir werden erstmal den Stein suchen. Such mal den Stein. Also der Stein ist auf jeden Fall ein Sommerloch. Also die Zeitung hat ihn ja ganz groß aufgemacht. Und ja, offensichtlich. Also und das auch heute, waren die auch sehr nett. Wasserbüffel, ganz toll. Das muss man dann auch mal lesen. Wasserbüffel in, aber nicht bei uns. Nein. Ach. Nein, aber trotzdem ist auch so ein Sommerloch-Thema. Ja. Ich finde Wasserbüffel aber sehr interessant, muss ich sagen. Also die Siegerbecker Zeitung, ich finde Wasserbüffel. Keine also, Frage, was fand ich da für Dinge? Alles gut hier. Ne? Die waren aber schon auf N3, 18:30. Siehst du. Ich finde Wasserbüffel toll. Ich finde sie toll, die ja. Sind zur Renaturierung. Das ist war ein ganz spannendes Thema. Oh, ja, ist ja auch, siehst du? Ist aha, also auch kein Sommerloch. Ich finde nicht. Ich denke, wir werden mal weitergehen. Wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Sommer. Danke. Und genau, das denke ich ja auch bei dem Wetter. Ne? Ja, und wir suchen noch mal das Sommerloch. Sucht mal das Sommerloch. Und wenn wir es gefunden haben, wirst du es ja sehen dann in Rickel TV. Ja, ich gucke auch immer sehr regelmäßig. Super, das ist klasse. Dann gehen wir mal jetzt das Sommerloch. Komm, wir gehen das Sommerloch. Einer, oder was? Ja, ist alles gut. Ich muss nur so aufräumen hier. Alles gut. Hallo, wir sind von Rickel TV. Ja. Hallo. Ich bin Cassandra Henze. Ich arbeite hier beim Hornbrucker Hof in Ricklingen am Erdbeerstand. Das sehen wir. Ja. Und wir suchen das Sommerloch. Das Sommerloch? Ja. Also hier ist super ein Sommerloch, weil Erdbeeren passen super zum Sommer. Mit Erdbeeren und Heidelbeeren, leckere Himbeeren. Vorhin hatte ich noch Kirschen.
und sowas genießt man in dieser Zeit und das passt da alles super. Jetzt eine gute Verkäuferin, das muss man schon mal sagen. Okay. Sehr gut. Ja. Und Eier gibt's auch. Ja. Dann haben wir noch leckere Kartoffeln und alles, was mit Erdbeer zusammenhängt. Erdbeerwein, dann leckeres Erdbeerblut, Erdbeermarmelade. Erdbeerblut? Ja, das ist Erdbeermark und dann mit Wodka, also hochprozentiges. Oh. Ja. Nichts für die Kinder sozusagen. Nein. Oder es sei denn, sie sollen schlafen. Dann, ja. Ja, aber das soll man ja nicht machen. Nein, natürlich nicht. Okay. Und sonst, Sommerloch irgendwas? Irgendein Thema, wo Sie meinen, das wird jetzt aufgebauscht oder? Zum Sommerloch. Also Sommerloch, da fällt mir eigentlich das Ozonloch ein. Und das ist ja auch nicht schlecht. Im Sommer immer äußerst groß, weil es ja sehr warm ist. Ja, das ist also auch eine Art von Sommerloch. Ja, aber ich denke schon. Kein so ungefährliches. Nein. Ja. Das stimmt. Und wie lange ist der Stand dann hier? Wie lange wird der gemacht? Bis Ende Juli wahrscheinlich noch, weil dann ist die Erdbeerzeit vorbei. Okay. Und also nächste Woche noch und dann mal gucken, wie es danach weitergeht. Ah ja, okay. Na gut, ich meine, der Spargel war ja auch später dieses Jahr. Ja. Die Erdbeeren ja auch länger dieses Jahr. Ja, man weiß es nicht. Na, dann wünsche ich auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ja, ne? Danke schön. Oh, okay. Und Ihnen noch viel Spaß. Ja, danke. Gut. Tschüss. Ein Sommerloch ist ja auf jeden Fall auch unser Straßenzustand, ne? Ja. Da sind ja viele Sommerlöcher drin. Ja. Da sind von vielen Sommern viele Sommerlöcher drin und von vielen Wintern. Und wir sind ja gerade am Stand gewesen hier vom Hornburger Hof. Wir versuchen jetzt mal einen Teil wenigstens, wir haben jetzt nämlich auch Kirschen bekommen, einen Teil der Löcher zu stopfen und zwar mit Kirschkernweitspucken. Komm. Ja. Nicht, wer gerade ein Auto kommt vielleicht. Ja. Okay. Ich kann das aber. Kein Loch getroffen, aber wir suchen es nochmal. Ich bin immer weiter. Nee, genau nebeneinander liegen die. Meiner ist ein bisschen weiter da. Ja, das Loch müssen wir dazu machen. Also wir werden das jetzt hier noch ein paar Wochen machen und dann sind die Löcher alle dicht. RickelTV auf der Suche nach dem Sommerloch. Ich sitze jetzt hier an dem Stein zur Erinnerung an die Gefallenen und muss mich schon sehr wundern, ob das eventuell unser Sommerloch sein kann. Man weiß es nicht. Ich kann mich nur sehr wundern, dass das dann zur Erinnerung dann nicht so gut gepflegt ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Ob jung oder alt. Ja, hier haben wir jetzt den Stein des Anstoßes sozusagen. Hindenburg-Eiche, 1. Mai 1933. Das war das, worüber die Segeberger Zeitung berichtet hatte. Wir haben ja auch ein Hindenburg-Ufer in Kiel zum Beispiel. Wir haben einen Hindenburg-Damm, haben wir nicht sowas auch? Bei Sylt oder so, heißt das nicht Hindenburg-Damm? Hier haben wir jetzt die Hindenburg-Eiche. Nun haben aber Messungen ergeben, dass diese Eiche viel, viel älter ist als natürlich 1. Mai 1933, also die wurde sozusagen nachträglich Hindenburg irgendwie gewidmet oder warum auch immer. Ja. Und was macht man jetzt damit? Maike, was hast du für einen Vorschlag? Also Baum auf jeden Fall stehen lassen, Stein muss man drüber diskutieren. Das klingt schon mal sehr vernünftig, ja. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Wir können ja auch das so machen, dass wir hier, dann haben wir Burgeiche. Ja. Auch nicht schlecht. Oder Riggeleiche. Oder Riggeleiche. Ja, aber man kann es natürlich auch lassen. Also meine Idee, mein Vorschlag wäre, man macht eine Gedenktafel, stellt man daneben auf und erklärt, wer Hindenburg war, das wissen viele bestimmt nicht, und warum das hier steht, um sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das ist immer gut. Also ich glaube, dann hat man das und man stellt daneben zum Beispiel aus Bronze oder Metall halt eine Tafel auf und dann erklärt man die Zusammenhänge und warum diese Eiche hier steht. Mhm. So, das ist, finde ich, erlebte Geschichte. Ja, ja. So kann sich jeder mit auseinandersetzen. Und Hindenburg war ja nun kein Hitler. Also Nee. Einmal erklären, dann kann sich da jeder mit beschäftigen. Genau. Und selber Gedanken drüber machen. Also unser Vorschlag von RickelTV, Gedenktafel. So, wir sind jetzt bei Düse und wollen mal gucken, ob wir hier das Sommerloch finden können. Komm mal mit. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Düse. Hallo, na? Wir von RickelTV suchen das Sommerloch und wollen mal fragen, ob du was gesehen hast. Nö, eigentlich nicht. Nö. Woher?
ja, weiß ich nicht, als alter Ricklinger, da gibt es kein Sommerloch. Kunststoff läuft auch rein und normal, raus. Immer wieder. Da, gleich, alles gleich. Eher mehr. Eher mehr? Finde ich, ja. Du, siehste, siehste. Okay. Aber du kriegst ja nun auch das Neueste vom Neuesten immer zu hören. Vielleicht hat ja einer ein Sommerloch zugetragen. Nö. Hat sich jemand über irgendwas aufgeregt? Hier, nö, auch nicht. Auch nicht? Was für ein ruhiges Dorf, ne? Der Glöwig aber nicht. Ist doch immer Party jetzt, Mann. Koma Party, immer gut, immer was los. Immer was los. Jo. Ja. Wir hatten ja die, in der Zeitung wurde ja ein Thema aufgerissen, das war das, die Hindenburg-Eiche. Hast du das mitgekriegt? Ja, habe ich gelesen. Ja. Und was meinst du? Weg oder nicht weg? Oder bleiben? Oder? Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist ganz. Wüsste ich nicht. Also eigentlich Hindenburg, ja, müsste man sehen. Da hat mit dem Dritten Reich viel zu tun gehabt, ist ja richtig. Aber auch vorher hat er aber auch Sachen gemacht, die eigentlich nicht so ganz schlecht waren. Müsste man wissen, wann das Ding jetzt überhaupt gepflanzt wurde. Wird ja, ich bin schon sehr alt, aber auf dem Stein steht 1. Mai 1933. Das ist Hitler, ne? Ja, das war irgendwie so. Dritte Reich, ja. Eben. Ist schwierig. Da muss man drüber diskutieren wahrscheinlich. Ja. Muss man nochmal genau gucken, ne? Da müssen wir mal, also das ist diskussionswürdig. Wir haben vorgeschlagen, dass daneben eine Tafel gebaut wird und dass man darüber informiert, was da passiert ist, so dass jeder sich seine eigenen Gedanken machen kann. Das ist eine gute Idee. Die Entscheidung muss ja jeder selber treffen. Wir haben ja auch damit zu tun, mit Kuhlen, ne? Kommt ja auch zu. Ja, das KZ. Könnte, also passt. Denkstätte. Also sollte anregen, zum Nachdenken anregen, das wäre ja sinnvoll. Das wäre sinnvoll, ne? Also nicht einmal wegmachen und Geschichte. Nein, nicht einfach so, also Diskussionsgrundlage schaffen. Also gut, wir werden das natürlich mal weiter verfolgen. Und sonst kein Thema, wo die Leute irgendwie sagen, boah! Guck mal, Party war in Ordnung. Und Wetter gut, alles gut. Wetter gut, alles gut. Ja. Das lässt sich auf eine einfache Formel bringen. Also ja. Und persönlich würde mich mal interessieren, wann das mit der Straße losgeht. Ah ja, okay. Ja, das ist ja dann ein eigenes Thema. Das ist aber, glaube ich, auf der nächsten Gemeindevertretersitzung, ja, die im August, glaube ich, Anfang August irgendwie stattfindet, okay, dann da, Thema. Das wäre ganz gut, wenn das kommen würde. Ja, ja. Und da sollen auch soweit alle informiert werden dann, die das vor allem betrifft. Erledigt sich alles von selber. Erledigt sich alles von selber. Irgendwann. Die Titi löbt und wir löbt mit, ne? Ja, klar. Wie das in Regling so ist, ne? Ja. Dann machen wir mal weiter mit dem Sommer, ne? Ja, richtig. Dann mal los. Ab ins Schwimmbad, mal. Geht gleich los. Halbe Stunde. Ja. Alles klar, danke. So, wir sind hier jetzt bei den Bürgerschützen und haben hier gerade einen fleißigen Arbeiter gefunden. Und ja, stell dich mal vor. Ja, mein Name ist Birger Teger. Ich bin hier Kulturleiter im Schützenverein. Bin jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren hier tätig und mache viel Spaß. Und wir sind jetzt dabei, hier den Gehweg, sprich Laternen, neu aufzustellen, Fundamente zu gießen und die Platten zu verlegen. Okay. Neu. Mhm. Und da hast du zufällig kein Loch gefunden. Wir suchen nämlich das Ricklinger Sommerloch. Nee. Das habe ich nicht gefunden. Aber du hast eins gebuddelt. Ich habe eins gebuddelt, ja. Das kannst du uns ja noch mal zeigen. Ja? Das machst du dann wieder mit Platten zu. Das mache ich dann mit Platten wieder zu, ja. Also das ist ein ganz kurzes Sommerloch. Das ist ein ganz kurzes Sommerloch. Guck mal, was wir hier gebuddelt haben. Und hier haben wir die Fundamente gegossen und da haben wir die Löcher gebuddelt. Ah ja, okay. Ach, das, also da kommen dann hier diese so hoch machen wir die Lampen erst rein, da weißt du? Die anderen sind jetzt die zwei Mann sind zu dritt hier. Zwei Mann sind dann auch vorne und dann habe ich jetzt hier heilang die ganzen Platten jetzt gelegt und nun reicht es auch heute. Ja. Ja, wir haben hier ein Sommerloch auf jeden Fall gefunden und davon ist unsere Straße im Dorf ja gespickt mit Löchern in der Straße. Hier direkt daneben haben wir jetzt eins gefunden und da ist auch schon gleich ein folgenschwerer Unfall passiert, wie man sieht. Das soll jetzt in Angriff genommen werden, dass eventuell dann nächsten Sommer diese Löcher in der Straße geflickt sind, wenn nämlich die Dorfstraße dann erneuert sein wird. Aber darüber werden wir sicherlich in einer späteren Ausgabe von Rickel TV noch einmal berichten. Ja, jetzt sind wir bei Topkauf gelandet. Haben wir auch ein Sommerloch entdeckt. Hier wird auch alles neu gemacht. Ne? Ja. Frage ist, was das werden soll. Aber das können wir ja gleich klären. Das können wir gleich klären, genau. Gehen wir rein. Und wir haben uns überlegt, wir machen heute Rickel TV Lotto. Wir füllen ein Kästchen aus für Rickel TV. Und wenn wir da 5 Millionen oder 10 gewinnen,
Also 10 Millionen? Mindestens. Mindestens, dann geben wir da einen Teil von ab für die Gemeinde, ne? Ja, unbedingt. Für soziale Zwecke. Ja, natürlich. Genau, wir gucken mal, also wie viel das ist. Auf jeden Fall geben wir was ab, wenn wir was gewinnen. Schau, auch bei Spiel 77? Ja, auch bei Spiel 77. Alles ankreuzen. Alles ankreuzen. Super 6. Super. Was das da alles wir gibt. Wir gucken mal, was es da so alles gibt. Okay, dann gehen wir mal rein. So, wir spielen jetzt Rickel-TV-Lotto. Also wir kreuzen an. Was sollen wir für eine Zahl? Wir haben 6 Zahlen, die wir ankreuzen dürfen. 13. Die 13? Ja, das ist meine Glückszahl. Gut. Außerdem ist Rickel-TV, wann sind wir gestartet? Letztes Jahr Mai. Schon? Im Mai. Ja, also dieses Jahr. Monat 5. Mai. 5. Guck mal, 5, 13. Genau. Und was für Zahlen können wir noch nehmen? Was hat denn mit Rickling noch zu tun? Wie alt werden wir nächstes Jahr? 850 Jahre. Aber so viel gibt es hier nicht. Nee. Die 8 und die 50? Ja, aber die 5 haben wir nicht. Ja, 50 haben wir nicht. Wir haben nur 49 beim Lotto. Scheiße. Na. Ich bitte dich. Was nehmen wir denn da noch? Was haben wir noch? Wie alt bist du? Ich bin. Hallo. 31. Das passt. Ja, wunderbar. Du bist 31. Genau. Ja, ist klar. Und du? 17. 17,5. 17,5, das geht ja noch als 17, denke ich mal. Also jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Zwei brauchen wir noch. Ja, die untere Reihe muss auch noch einen haben. Ja, muss eine 49. 49. Die kommt immer. Also wir gehen jetzt mal ganz hoch ran. 49. Und ich würde die 48 noch dazu nehmen. Wirklich, also da, wenn wir hohe Zahlen, hohe Gewinne. Hast du Immorin? Ja. Gut. 1, 2, 6 Stück. Und jetzt kreuzen wir nochmal Super 6 an. Spiel 77. Glücksspirale will ich nicht. Nur Sonnabend, eine Woche. So, das ist unser Schein von Rickel TV. Und wenn wir gewinnen, gibt es einen Teil davon für Rickling, für soziale Einrichtungen. Wunderbar. Wir sind, richtig gut. Jetzt müssen wir nur noch gewinnen. Ja. Ist ja nicht so schwer, 1 zu 14 Millionen oder so. Nö. Die Chance ist ja relativ hoch, ne? Ja, unbedingt. Wollen wir den mal abgeben? Halt, stopp. Ich habe hier noch was gefunden. Oh, was ist das? Vom Seniorenbeirat. Aha. An interessierte Bürger, Kinder, Schule. Zeig mal. Ja, oh, da haben wir hier sowas. Können wir ja mal rein. Kann man das sehen? So, kann man erkennen. Wir können ja mal ganz kurz vorlesen. So, in Kurzform. An interessierte Bürgerinnen und Bürger, der Vorstand des Seniorenbeirates möchte die Schulleitung und den Schulelternbeirat unterstützen. Wäre es nicht schön, wenn Sie Ihre Zeit mit Kindern sinnvoll verbringen könnten? Und dann hätten Sie vielleicht Lust, einmal pro Woche nachmittags zwischen 14 und 15 Uhr 45 bis 60 Minuten mit den Kindern zu kochen, stricken, sticken, häkeln, töpfern, Ofen ist vorhanden, Obst und Gemüse pflanzen oder einfach nur etwas vorlesen oder spielen. Die Größe der Gruppe darf jeder selbst bestimmen. Na. Kontakt Margot Sanden, 172580. Die erste Vorsitzende. Das finde ich mal eine gute Initiative. Ja, na klar. Dem wünschen wir natürlich auch von Rickel TV. Toi, toi, toi. Und jetzt gehen wir den Schein mal ab. Ja. Den. So, alles klar. Gut, das nehmen wir auch mit. So, hallo. Wir müssen gewinnen, ne? Das ist auch ein Teil für Rickel TV. Und für Rickling natürlich. Also am besten 6 richtige und Zusatzzahlen. Geht das? Können wir das bestellen? 5,35. Schade. Aber das geht ja finanziell, ist das ja noch erträglich. Da ist ja die Summe noch rein. 5,35? Ja. Dankeschön. Ist ja auch nur der wichtig, der nicht mehr, oder? Nee, der ist nicht mehr wichtig. Aha. Das sind ja wie früher. So, hier ist er. Nee, hier ist er. Das ist unser Schein und mit dem gewinnen wir jetzt. Wie viel können wir denn gewinnen? Draußen an der Tür steht das? 3 Millionen. 3 Millionen? Ist nicht so viel, aber für einen Anfang reicht's.